Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zur Zielonka. Wir sind hier beim Händler und ich habe euch ein bisschen was vorbereitet, denn ihr wisst es ja, in der letzten Folge habe ich ja begonnen mit der Kartoffelernte und ich war nicht ganz so glücklich, was das Grimme-Pack angeht. Denn das mit der Kartoffelschwart, das ist zwar ganz nett, aber für uns Consolieros dann doch ein bisschen umständlich. Und es wurden anscheinend auch die Gebete oder die Hilferufe aller anderen, die ja, ich sage mal, mit dem Premium-Pack nicht ganz so zufrieden sind, besonders mit den Erntemaschinen für die neuen Fruchtsorten, auch die wurden erhört. Deswegen habe ich hier ein bisschen was hingestellt. Es gibt ein paar Mods, wie gesagt, hier für die Consolieros aus dem Mod-Hub heruntergeladen. Und beginnen wir doch gleich hier mal mit der Lizard-Futteraufnahme. Das ist dieses Gerät und dieses Gerät gibt es meines Wissens auch schon etwas länger. Habe ich bis jetzt auch immer übersehen und das unterstützt alle Erntearten, Weizen, Silage, Gras und vor allen Dingen Kartoffeln. Wir werden das jetzt dann auch gleich mal antesten mit der Kartoffelschwart, ob man mit dem Gerät tatsächlich dann die Kartoffelschwart aufnehmen kann und dann direkt eben in den Anhänger, sodass wir uns eine Fahrt sparen und das Gerät aus dem Grimme-Pack. Das zweite, was ich hier runtergeladen habe, ist die Krukowiak Z437, das ist dieses Gerätchen hier hinten, auch das nimmt eine Schwart auf, auch eben eine Kartoffelschwart und soll auch, wenn ich das richtig gesehen habe, jetzt auch rote Beete, Pastinake und natürlich die Karotten aufnehmen. Und das Besondere ist, wenn ihr euch das Gerät hier kauft, dass ihr hier eine Anhängerkupplung bekommt, ein Zugmaul, damit ihr da den Anhänger direkt anschließen könnt oder anhängen könnt und somit also direkt bei der Aufnahme auch in den Anhänger einladen könnt und euch somit das spart. Und natürlich, der Hammer ist dieses Gerät hier, was jetzt auch ganz neu im Shop ist. Ich glaube, sowas gab es schon mal auch vereinzelt auf Maps, wo das modifiziert angepasst wurde. Jetzt ist es praktisch für alle da. Terrados T4 40 Mähdrescher Pack. So, und das Besondere ist halt, dass es hier jede Menge Modifikationen gibt. Jetzt habt ihr auf jeden Fall einen Selbstfahrer mit einem selbst frei gewählten großen Bunker und mit eben verschiedenen anderen Modifikationen. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze auch mal ganz kurz hier im Shop an. Das Ganze findet ihr unter Rübentechnik und hier ist er, der Holmer Terrados T40. Und das Besondere an diesem Mod ist, ihr könnt zum Beispiel die Kapazität anpassen. Das geht bis 1000 Kubikmeter. Und ihr könnt die Motorausführung anpassen, sodass ihr zum Beispiel dann eben mit 60 km/h übers Feld fahren könnt, mit 80 oder mit 100 km/h eingeschränkt übers Feld fahren könnt. Da komme ich dann gleich dazu, denn das ist abhängig von eurem Schneidwerk, was ihr dran hängt. Und ihr habt verschiedene Reifenvarianten und ganz, ganz wichtig wohl, sämtliche Reifenvarianten haben keine Fruchtzerstörung, ist also besonders wichtig bei den Kartoffeln und ich glaube bei den Zuckerrüben, bei den anderen Früchten ist das nicht ganz so wild. Und wenn wir uns jetzt die Kombis anguckt, und das ist jetzt wichtig, ihr müsst hier die verschiedenen Schneidwerke kaufen, aber die Preise sind ja überschaubar, dann seht ihr hier zum Beispiel das Standardschneidwerk, die haben alle 5,40 Meter Arbeitsbreite, aber ihr seht hier mit 20 km/h, mit 40 km/h oder ihr könnt eben mit 100 km/h hier übers Feld fahren. So, und dann gibt es hier eben für jede Fruchtsorte Baumwolle, Karotten, Pastinake, Kartoffeln und die entsprechenden Zuckerrüben und sogar Zuckerrohr könnt ihr jetzt damit entsprechend ernten mit dem entsprechenden Bunker oder der Bunkergröße, die ihr wählt und hier dann noch den dazugehörigen Anhänger. So, ich habe jetzt auch gesehen im englischsprachigen Raum, aber ich vermute mal, das wird dann eben nicht über den Mod-Hub sein. Es gibt auch eine andere Konfiguration hier von diesem Gerät. Dann gibt es dann entsprechend Schneidbreiten unterschiedlich, Größe. Das geht dann, glaube ich, bis zu 20 Metern oder ähnliches. Aber wie gesagt, wir sind hier auf der Playsee, wir sind hier im Mod-Hub und das ist das, was jetzt eben kürzlich heruntergeladen wurde. Und auch das werden wir testen. So, weil ich habe ja ein Karottenfeld. Aber wohlgemerkt, hier muss jeder dann auch selber wissen, ob er das Ganze, ich sage mal, im Realmodus fährt oder ob er eben dann doch sagt, okay, ich will mit ganz, ganz großen Feldern arbeiten, will auch ein bisschen vorwärts kommen. Also nehme ich mir hier das Schneidwerk, das mit 100 km/h übers Feld fährt und mit 1000 Kubikmetern. So.
Ja, der Aufschrei der Community war doch am Anfang relativ schnell groß, was das Thema eben Ernte anging und dass es halt eben die Gerätschaften gab, nicht mit richtig großen Bunkern, dass man eben hier direkt abladen musste, beziehungsweise aufs Feld die Schwad dann rausgegangen ist. Aber wie gesagt, jetzt gibt es hier entsprechend Gerätschaften und die sollen euch eben helfen, dann hier doch, ich sag mal, auf geschmeidige Art und Weise dann die Früchte zu ernten. Ich möchte den hier erst am Schluss antesten. Wir werden jetzt erstmal als nächstes uns den Kollegen hier schnappen, den Johnny, und den hier aufs Feld bringen zu meinen Kartoffeln. Denn ich will es mal so formulieren, das ist entscheidend, ob ich denn weiterhin, ich schau mal, ob der hier direkt fahren kann, ob der das Feld findet. Denn das Ganze ist für mich dann doch entscheidend, ob er... So, das sieht gut aus. Und ob wir dann nämlich zukünftig mit dem Grimme-Pack arbeiten, das heißt also wirklich eine Kartoffel Schwad ablegen und dann die Schwad einsammeln, oder ob wir dann doch auf die normale Grimme-Mod oder auf die Grimme-Geräte zurückgreifen, die halt ganz normal hier auch mit einem Selbstfahrer dann halt hier die Kartoffeln aus dem Boden holen, aber dann eben man davor mit dem Krautschlägel drüber fahren muss und das Kraut erstmal entfernen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie er mit dem Gegenverkehr umgeht. Gar nicht. Okay. Der Johnny sagt ganz klar, wer hier der Stärkere ist. Ja, also ihr seht, die Community und auch Lizard selber haben hier ein bisschen reagiert, beziehungsweise es gibt Gerätschaften, mit denen man dann doch arbeiten kann, aber wohlgemerkt, ich immer ein bisschen aus der Perspektive des Consulieros, der eben nicht so tolle Sachen hat wie Auto, Drive oder Courseplay, mit dem man natürlich auch vieles automatisieren kann und sich dann doch vielleicht etwas erschlägt von diesem Thema her. Wir müssen uns hier dann ein bisschen doch mit den Mods behelfen. Und jetzt schauen wir mal, ob das soweit gut funktioniert, weil dann könnte ich auf jeden Fall mit leben. Eben entweder hier mit der... Ach, jetzt fährt er durchs... Naja, okay. Also die Wegfindung ist immer und bleibt noch eine spannende Geschichte. Weil, wie gesagt, dann kann ich damit auch gut leben, dass wir hier die Kartoffelschwad ablegen. Und das Ganze wäre natürlich dann auch ein Thema und das müsste man dann auch ausprobieren, wie es dann mit roter Beete, Pastinake und natürlich... Jetzt hat er sich wohl festgefahren, das war klar. Wir werden dem Kollegen mal helfen. Stopp. So. Sodele, sodele, sodele. Jetzt schauen wir mal, ob ich hier durchkomme. Ihr drückt bitte jetzt mal ein Auge zu. So. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt hier extra noch ein bisschen Schwad übrig gelassen, damit wir auch noch was zu tun haben. Und dann schauen wir das in dieser Folge einfach mal an. So. Ich habe die Gerätschaften jetzt nur gemietet, um eben mal das Ganze hier auszutesten, wie das funktioniert. Wohlgemerkt, ich, wenn das so funktioniert, würde es dann auch nutzen wollen. Aber immer nur in der, ich sag mal, Standard- oder in der Realitätsvariante. Jetzt in der wirklich Überflieger-Variante. Aber das muss jeder für sich ja selbst entscheiden. Hängt natürlich auch mit Sicherheit davon ab, mit was für Feldern und mit welchen Größenordnungen man hier spielt. Also, wir wollen mal das hier testen. Ich schalte mal die Hilfe ein. So, zack. Also, natürlich muss man erstmal das Gerätchen höchstwahrscheinlich ausklappen, oder? Augenblick, Futteraufnahme senken, Futteraufnahme, ach so, ausfahren, Rohr ausfahren, natürlich, klar. So, das sieht jetzt erstmal gut aus. Ist übrigens so eine Allzweckwaffe natürlich, weil damit können wir dann höchstwahrscheinlich alles vom Boden hochheben. Na also... Da will ich doch mal sagen, das sieht gut aus. Der hat auch eine gute Arbeitsbreite. Also da können wir tatsächlich auch dann die Schwad. So, jetzt muss ich mal schauen. Ach, witzig. Der würde dann sogar die Kartoffeln aufnehmen, ohne die Frucht zu zerstören. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Also ich wollte sagen, Allzweckwaffe, weil natürlich dieses Gerät auch zum Beispiel dann Silage, Stroh und Ähnliches aufnehmen kann. So steht es jedenfalls da. Müsste man dann im Detail ausprobieren. Aber ich will es mal so sagen, wir können hier mit 20 km/h übers Feld fahren und das lässt sich doch relativ gut, würde ich sagen. Okay, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Das Gerät werden wir jetzt erstmal abhängen. Und dann probieren wir mal das nächste. So, auch mal abhängen hier, den Anhänger, weil den brauchen wir jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das funktioniert, wenn wir eben mit dem Johnny
und der Krukowiak und dann eben den Anhänger dran nehmen. Ich bin jetzt fast der Meinung, dass natürlich das andere Gerät hier die Futteraufnahme, das Gerät hat natürlich auf jeden Fall den Vorteil, dass wir hier aktiv arbeiten und nicht hier mit zwei, ja gut, jetzt ist auch gerade egal, wegen der Fruchtzerstörung, und dass wir hier nicht mit zwei Anhängern unterwegs sind. Ich glaube, da haben wir eine wesentlich bessere Steuerung. Okay, er hat schon den Anhänger erkannt. Wir heben jetzt den Anhänger an. Okay. Da bietet sich natürlich auf jeden Fall, so sehe ich das, ein Drehschemel-Anhänger an, würde ich sagen. Also es funktioniert, er kann auf jeden Fall ganz gut den Anhänger ziehen. Wir kommen auch so gut um die Kurve. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir links... Ach du Schande, ja klar, linksrum ist natürlich ein Problem. Linksrum wird ein Problem sein, da muss man vorsichtig fahren. Okay. Aber es würde gehen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt müssen wir das Ganze mit Sicherheit aufklappen. Ah, und da fahren wir, wenn ich das richtig sehe, direkt über die Schwart. Okay. Nee, Helfer geht natürlich nicht in dem Fall. So, anschalten. Man kann jetzt irgendwie noch das Rohr ausfahren. Okay, naja. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also das Ding wackelt. Das war es jetzt noch nicht. Rohr einfahren. Worauf bezieht sich das? Okay. Ja. Also im Moment sehe ich nicht, dass der arbeitet. Ah doch, der arbeitet, aber er nimmt die Schwart nicht auf, ne? Sehe ich das richtig? Aber der ist auch nicht unten. Ach, okay. Ich glaube, wir müssen den irgendwie runterlassen und das müssen wir, glaube ich, über den Trecker machen. Ja, das erscheint mir jetzt schon wieder alles ein bisschen kompliziert. Wir müssen irgendwie... Ne, das Ding ist noch nicht unten, das Band. Deswegen kann er die Schwart nicht aufnehmen. Förderband senken. Okay, ich war am falschen Gerät. Okay. Mein Fehler. Jetzt schauen wir nochmal, was passiert, wenn wir das Rohr einfahren. Ja, da passiert irgendwie gar nichts, aber ist egal. Okay, also das würde funktionieren. Jetzt bin ich mal gespannt, wie groß die Breite ist. Also wir sind natürlich deutlich langsamer unterwegs. Ja, hier ist auch die Breite nicht so groß. Wir lassen die eine Schwart liegen. Also da muss man jetzt genau zielen. Okay, wir sind deutlich langsamer unterwegs mit 8 km/h. Aber prinzipiell würde es funktionieren. Dass wir hier die Kartoffelschwart aufnehmen können. So, und wenn ich das richtig gesehen habe, beim Krukowiak wurde Changelog 1.2 die Möglichkeit, die neuen Kulturen Karotten, Pastinake und rote Rüben, also rote Beete, mit aufzunehmen. Okay, also auch das scheint erstmal grob zu funktionieren. Kommen wir jetzt zu unserem Megagerät, während er hier, ja, findet mal wieder nicht richtig. Ach, das sind jetzt die, ja, okay. So, hier ist unser Holmer T440. Und ihr erinnert euch, also ganz, ganz wichtig, jedenfalls, es gibt verschiedene Schneidwerke und ihr müsst über das Schneidwerk entscheiden, mit welcher Frucht ihr arbeiten wollt. So, wir klappen das Gerät schon mal auf. Das müsste soweit bekannt sein. So, wir haben natürlich, denke ich, wieder die Möglichkeit, den Lenkmodus zu wechseln, Allradlenkung. Wir haben natürlich dann die Wendefahrt, wir haben Hundegang und Hundegang rechts, Allrad. Okay, das Schöne wird natürlich, ich vermute mal, hier sein, logischerweise, dass wir hier mit dem Helfer arbeiten können. Okay. So, gibt es sonst noch was? Und es soll eben keine Fruchtzerstörung geben.
wenn wir hier drüber fahren. Aber das ist ja auch eigentlich klar. Also hier bei Karotten und so weiter dürfte es kein Problem geben. Ja, dann lassen wir doch einfach mal den Helfer fahren. Der Helfer funktioniert. Wunderbar. Ich glaube, da gibt es keine weiteren Fragen. Das sieht richtig schön aus. Karotten werden eingesammelt. Und somit steht eigentlich dem Großbauer nichts mehr im Wege. Zumal das Gerät ja vom Preis her mehr als erschwinglich ist, 200.000. Natürlich, weil man jetzt eben dann die verschiedenen Schneidwerke braucht. Aber auch die sind ja erschwinglich für 10, ich glaube 15 und 20.000. Wir schauen gleich nochmal rein in den Shop. Und der hier ist natürlich jetzt, hat einen großen Bunker, 25%, wir haben jetzt 15.000 Liter drin, 25%, er hat einen großen Bunker, wir können mit dem Helfer arbeiten und ihn selbst fahren lassen. Und wer dann eben mit ganz, ganz großen Feldern arbeiten will, der hat dann eben noch die Option, über die PS-Zahl sozusagen die Arbeitsgeschwindigkeit zu modifizieren und natürlich die Bunkergröße, dass das Fahrzeug länger fährt. Wir schauen nochmal kurz rein. Also, hier haben wir die Rübentechnik, hier haben wir das Gerät. Ihr modifiziert die Kapazität bis maximal 1000 Kubik. Ihr modifiziert die Motorausführung auf 60 km/h, 80 km/h und 100 km/h auf der Straße wohlgemerkt. Und dann habt ihr die Option über die Kombi mit den Geräten, dass ihr entweder sagt, okay, 20 km/h auf dem Feld, 40 km/h auf dem Feld oder eben 100 km/h. Die 5,40 Meter bleiben aber bestehen und ihr seht auch von den Preisen, also 10.000, 15.000, 20.000 kosten die entsprechenden Schneidwerke, die es dann eben für alles gibt und halt auch für Kartoffeln und Zuckerrüben. Und somit hättet ihr ein Fahrzeug im Prinzip für alle Fruchtsorten und müsstet eben jedes Mal nur das Schneidwerk tauschen. Und das Gerät selber kostet 200.000. Und wenn man eben sieht, was die anderen Selbstfahrer kosten, dann ist das mehr als human. Ich sehe jetzt gerade der Grimme hier. Okay. Nee, da ist hier... Ja, da stehen die Arbeitsbreiten nicht, aber das ist, glaube ich, dann maximal 6 Meter oder so. Also 5,40 Meter ist auch mehr als ordentlich. Okay, dann kommen wir sozusagen hier mal zum Fazit, während er jetzt die dritte Bahn bereits fährt. Und die fährt er eben auch schön sauber. Da kann man sich wirklich nicht beschweren. Und der Tank ist hier mit 85% erst voll. Kommen wir zum Fazit. Also dieses Gerätchen ist natürlich der Hammer. Augenblick. So, dann machen wir doch schnell noch ein Thumbnail, indem wir das hier ausschalten. Das muss doch hier wirklich für die Ewigkeit letztendlich dokumentiert sein. Also, das Gerät ist natürlich echt der Hammer. Damit könnt ihr richtig loslegen, damit könnt ihr ganz groß hier die Felder abarbeiten. Und ihr habt ja gesehen, ruckzuck waren wir hier über die Bahnen. Und wenn ich da hinten den Kollegen sehe mit den Kisten, was ich aber, wie gesagt, optisch irgendwie super finde, ne? Also mir gefällt das. Aber man hat natürlich dann die große Arbeit. Hier kann man natürlich jetzt mit dem Selbstfahrer arbeiten und kann dann auch mit Abfahren einigermaßen automatisiert hier auf dieser Map arbeiten. Ich habe ja schon mal auf der neuen Mini-Brunnen mit zwei Selbstfahrern Zuckerrüben geerntet und dann mit zwei oder waren sogar drei Abfahrern gearbeitet, die man dann immer losgeschickt hat. Das hat relativ gut funktioniert. Das wäre natürlich auch eine Option hier für die Ziel-Lonka. So, dann haben wir dieses Gerät, wo ich ehrlich sagen muss, okay, es ist eine Option, aber es kostet auch meines Wissens nicht viel, glaube ich 5.000 oder 6.000. Lass mich kurz schauen in den Shop. Kaufpreis 5.600 und von der PS-Zahl brauchen wir 42. Wohlgemerkt, immer dran denken, optional gibt es dann die Anhängerkupplung, dass man dann halt eben den Anhänger ranhängt, wobei oder halt mit einem Abfahrer fahren muss. Ich gehe mal davon aus, ihr müsst dann ein bisschen mehr PS haben, wenn ihr natürlich hier mit dem Anhänger fahrt. Und auch hier sollte man darauf achten, ob man mit Drehschemel oder mit einem normalen Anhänger fährt. Also das ist eine Option, ist natürlich gewöhnungsbedürftig. Ihr seht es auch von der Geschwindigkeit und von der Arbeitsbreite vielleicht nicht ganz so schön, wie halt eben, und hier drüben steht es auf dem Feld, wie eben diese Futteraufnahme, dieses...
dieses Gerät von Lizard, das Teil hat natürlich den Vorteil, dass es vor allen Dingen leichter zu handeln ist. Wir brauchen aber natürlich deutlich, ja, was heißt deutlich mehr PS? 90 PS, aber wir haben eine Arbeitsgeschwindigkeit von 20 km/h oder sogar mehr. Und wir können damit sämtliche, sogar Silage und Ähnliches hier mit aufnehmen und zum Beispiel aus dem Bunker und damit verarbeiten. Also das hier nenne ich auch eine relativ interessante Option, um mit Schwarz zu arbeiten. Jetzt müsste man natürlich testen, weil das kann ich hier jetzt aus der Änderungsliste nicht erkennen. Das kann ich hier leider nicht erkennen, ob wir hier tatsächlich dann auch mit den neuen Fruchtsorten mitarbeiten können. Also auf jeden Fall steht hier alle Erntearten, Weizen, Silage, Gras, Kartoffeln, Zuckerrohr, Trauben und so weiter. Ich würde fast vermuten, ja. Ansonsten wäre es dieses Gerät da drüben. Mit dem kann man jetzt schon die neuen Fruchtsorten auch ernten. Und ansonsten hat man eben den Selbstfahrer für die Großbetriebe. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Das war jetzt mal so eine kleine Zwischenfolge, wo ich euch einfach mal zeigen wollte oder welche Optionen wir hier auf der Konsole haben, dass wir uns dann doch ein bisschen das Leben leichter machen können, wenn wir mit etwas größeren Feldern arbeiten. Denn wie gesagt, hier diese Schwartgeschichte und man muss dann hier die ganze Zeit hier mit drei Leuten im Prinzip fahren, das ist mir dann doch etwas zu umständlich. Aber hier, da sind jetzt Optionen da und natürlich hier der Selbstfahrer, der ist natürlich jetzt schon sehr, sehr gut, sehr genial. Freunde, ich darf mich an der Stelle recht herzlich bedanken für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das gefallen hat oder geholfen hat, dann gerne bitte ein Däumchen. Noch schöner wäre natürlich ein Abo. Wir sehen uns demnächst wieder hier auf der Zielonka, wenn wir wieder hier ganz normal weiterarbeiten in unserem Projekt der Krautschlägel. Ich bedanke mich, sage Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal, euer Baden-Farmer.